einfach so weiter auf. So. Wollen wir gerade? Sind sie eigentlich für Kisten? Öffnen? Hoppala. Nein. Hell. Äußerst hell. Aber ich finde schön, dass wir wenigstens Wasser haben. Dididididididid. Oh, ein. Ich renne? Ah! So hin. Und legen das hier oder drüber. Ja, okay, wir gucken jetzt mal das Buch hier an. Oder gibt's auch und? Also. Ein Lagerfeuer. Sie blättert zwei Stöcke. Beeren. Essbar. Gift. Oh, verschiedene Feuer herstellen? Leuchtfeuer, oha. Lagerfeuer, einfaches. Unterkünfte. Provisorisches Lager. Niedlich so. Blättern. Das ist natürlich. Essen. Feuer. Ah, hier geht's. Ach. Ein Hasenkäfig. Der ist süß. Baumstammschlitten. Baumstammlager. Also gehen jetzt so das, wir gehen jetzt, was geht jetzt für ein Sturm los? Ein bisschen beängstigend. Habe ich eine Ausdauer? Ah, ja. Okay, logisch. Ich würde ja quasi Wasser und Essen, wenn ich. Was denn du? Du für einer? Alles töten. Ich würde ja gerne irgendwie zum Wasser gehen. Um mich erstmal sauber zu machen. Weil bin ich verletzt? Habe ich mir irgendwas aufgeschlitzt? Oder ist das bloß das Blut der anderen? Wo ist mein Sohn? Also, fange ich jetzt. Fange ich dann. Ist das hier? Da ist schon einer. Da ist so ein Eingeborener. Würde ich mich mit anlegen? Dachte ich, da kommt einer gerannt. Was ist denn das dort? Nur die Lagerdinger. Wenn es, glaube ich, nur der eine ist, dann. Ist der eine. Gleich irgendwie noch mehr kommen. Oder ist es vielleicht eine Überlebende? Hallo! Ich möchte Ihnen helfen. Boah, das ist irgendwie eklig. Jetzt komm her, komm. Komm schon. Sich das so gut läuft, dann bin ich zu tun. Komm doch! Bin ich zu nah? Ob das jetzt so eine schlaue Idee war, so als neuer Bürger der Insel. Willi. Direkt erstmal,
die Einheimischen zu töten. Achso, das war. Irgendwelche technischen Dinge. Interessant. Das kenne ich noch nicht. Hallo. Achso, okay. Mir wäre doch voll praktisch, wenn ich mir jetzt hier irgendwo zubaue, bin ich eigentlich safe, oder? Irgendwie Angst, dass jetzt noch mehr kommen. Ich glaube, das war ein Fehler. Kann ich die essen oder so? Jetzt habe ich einen Arm. Einen Kopf. Das gibt mir alles, was du hast. Vielleicht kann ich das ja auch essen. Ich werde zum Kannibalen. Was war denn das? Aha. Kann ich hier noch was? Dieser Körper besteht vermutlich aus sehr tiefem Wasser. Oh, warte. Ne, warte, Moment. Jetzt geht's nicht mehr. Ach Mann. Na gut. Können wir hier weiter gucken? Oh, jetzt dachte ich gerade oben an dem Baum ist irgendwas. Oh, Schildkröten. Lass ich natürlich leben. Hier ist Glas drin. Du hast Durst. Ich habe Durst. Okay. Finde sauberes Wasser zum Trinken. Ja, ich muss jetzt erstmal hier weiter die Dinge sammeln. Ich, oh, ich kann nicht mehr mitnehmen. Von dem. Was drin? Nein. Immer noch mal zu dem da oben hin. Vermutlich ist der See, wo wir waren, sauberes Wasser. Und no. Ja, ich lasse die mal noch zu, weil ich kann die eh nicht mitnehmen. Nicht, dass die dann irgendwie mal verschwinden. Haben sie da überall so eine. Geht weg! Die Steine kann ich auch nicht mit. Wie sind das dort? Stoff. Überall sind ja diese Totems von den. Ich als alleiniger Überlebender werde diese Insel jetzt einnehmen. Ha ja! Alle. Macht euch fort! Ein kleines Boot! Was sind sie? Das sind noch mehr. Zwei. Das war jetzt. Reaktion. Oh, ich halte ihn. Lizardhaut. Ah, nee. Eine Trophäe. Mein Kopf. Nimm dies! Ein Seil. Und dann wird jetzt Nacht. Fällt mir gar nicht. Hier hoch. Okay, ich glaube, ich gehe wieder zurück zu dem Containern und werde mich einfach die Nacht in so einem Container verstecken. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe. Oh, ich habe doch eine Ausdauer. Ja, super. Weil ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, nach draußen zu verbringen.
Okay, die hellblaue Anzeige ist unsere Ausdauer. Blaue, das ist unser Wasser. Unsere Ausdauer geht nur so hoch, wie wir Wasser haben, anscheinend. Gott. Was ist denn das? Anscheinend. Mach noch diesen Tod hier weg. Obwohl. Okay. Kann ich die Tür zumachen? Lass mich rein. Oh, jetzt bin ich. Oh mein Gott. Ach, süß. Baumharzblatt. Zu trinken, was zu essen. Oh, was zu trinken. Snack? Rucksack. Kombinieren. Ah. Stehe. Rüstungs. Noch ein Korb. Ich glaube, ich werde mehr dazu tendieren, mir ein Baumhaus zu bauen irgendwann. Weil ich da das Gefühl habe, sicherer zu sein. So. Ein Kran. Aha. Oh, Möbel. Schädellampe. Hier sind alles Fallen, interessant. Alle. SOS. Oh, eine To-Do-Liste. Finde Timmy, baue dein Lager, findet die Vermissten. Ach. Passagiere. Ich werde erstmal mein Lager bauen. So. Ich glaube, ich werde mich am nächsten Tag daran machen, mir so eine Blockhütte zu bauen mit 82 Holzstücken. Dunkel. Kann ich mir eventuell ein Lagerfeuer machen? Weil mit der Lampe irgendwie so. Ah ja. Ein einfaches. Ist halt so schlau, Feuer zu machen, dann sehen die mich doch alle. Ich mache jetzt kein Feuer. Mal raus gucken gehen.
das Sterne oder sind das irgendwelche Leuchtdinger? Ich gehe wieder rein. Oh, ne, wollte ich nicht. Ach so. Ein Floß bauen. Kann ich damit die Insel vielleicht verlassen? Dann schauen wir erstmal so in die Hütte. Dann gucke ich wegen dem freien Bauen. Achso, was essen muss ich? Nee, das ist falsch. Wie lange sind hier die Nächte? Komme ich ehrlich gesagt noch nicht raus, weil ich über Angst habe, überfallen zu werden. Wissen ja, vor allem, dass ich ja noch, dass noch einer lebt. Vermutlich. Oder die haben mich zurückgelassen im Sterben, weil die dachten auch, das schafft er eh nicht. Ein Flugzeug! So gruselig. Hier einfach jetzt die Nacht erstmal abwarten. Weil ich werde definitiv nicht zum Wald laufen und Holz holen. Das ist ja das, was ich jetzt vorhabe eigentlich, aber. Nee, 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 nee. Definitiv nicht. Müssen wir ein bisschen zum Wasser gehen? Was? Kleine Kieselsteine. Ach nee, komm mal hier. Süß. Essen oder so? Wollen sich dann essen? Aber nicht. Ah, ich habe mich ehrlich gesagt nicht so weit von. Hier liegt Alkohol. Ein Ball. Mein Gott, ich kann doch immer nie reden, wenn ich irgendwie nervös bin. Du hast Durst. Schon wieder. Ich habe gar nichts gemacht. Jetzt auf jeden Fall zu dem Boot. Und da hinten sind ja zwei lang gerade in die Richtung. Also gehe ich halt einfach in die Richtung. I hope so. Das Dunkelblau ist doch nie meine Wasseranzeige. Meine Kraft oder? Also das Rote gehe ich davon aus, meine Gesundheit. Das Hellblaue ist meine Ausdauer und was ist denn das Dunkelblaue? Kann man die Nacht eigentlich dann auch schlafen? Also wenn man dann ein Bett hat? Und sich einfach hinlegt und am nächsten Morgen wieder aufwacht. War ja nicht das Boot. Oh, dieser Hase hat mich gerade so erschreckt.
Angst, dass sie gleich hier alle aus dem Wald rauskommen. Hier war doch das. Hier war doch das Boot? Da ist einer! Da ist einer! Der kommt zu mir! Scheiße. Sind zu zweit? Mein Gott! Geht weg, geht weg, geht weg! Das sind drei. Mal ganz kurz essen und was trinken. Was ist das so für ein Lichtstrahl? Ach nee, das ist ein Baum. Wo sind die hin? Hier so stehe, dann hier mich rein theoretisch muss. Ich kann nicht reden, weil ich Angst habe, dass wenn ich jetzt rede, dass ich irgendwelche Geräusche nicht höre. Wie sie sich anschleichen. Da ist das Boot. Oh, dieser Vogel. Jetzt haben sie mich entdeckt, wisst ihr? Ja, die sind bestimmt auf Suche nach ihrer Frau. Alter, wie lang sind hier die Nächte, bitteschön? Ich wollte eigentlich so am Strand lang laufen, aber das mache ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Und nach links, also da die Richtung, also da lang, will ich auch nicht gehen, weil das sind ja eigentlich alle hingerannt. Ich laufe denen doch nicht hinterher. Ich frage mich noch, wo die jetzt hier hin sind. Soll ich mal hingehen? Mal gucken. Mal gucken. Hallo? Oh. Ist denn erlaubt? Denn am Ende haben die mich jetzt hier hinter dem Hügel umkreist. Dann war so in die Richtung. Dann drehe ich mich so um und dann sind die genau hinter mir. Das ist sowas. Die Musik. Was ist das für eine Musik? Da ist ein Flugzeug. Das Gute ist, wir wissen, dass hier ab und zu mal ein Flugzeug rüberfliegt und da macht es sehr viel Sinn, SOS-Zeichen zu machen. Trau mich nie. Es tut mir echt leid, aber ich mach das jetzt. Ja. Also. Und das ist noch ein Koffer. Den nehme ich natürlich mit. Ach, guck mal, da oben ist das Flugzeug. Oder? Habe ich das richtig gesehen? Da? Da? In der Richtung? Wenn ich den Koffer jetzt aufmache, das hören die doch safe. Die kommen safe, kommen die alle angerannt. Will ich noch näher in den, an den Wald gehen? Da sehe ich doch nichts. Alter, kann jetzt mal die Sonne wieder aufgehen? Ja, die Sonne geht wieder auf. Oh, endlich. Nice. Warte noch kurz am Ende. Jetzt wo die Sonne aufgeht, ich nie vielleicht wieder zurück zu ihrer Löcher.
jetzt hier aus ihren Höhlen, nicht Höhlen, aus ihren Verstecken raus. Im Gestrüpp. Aber nicht. Okay, gut. Jetzt hier zu den. Zu den Koffern hin. Tabletten mitgenommen. Meine, die Koffer klingen auch sehr massiv, würde ich sagen. Vor allem gerade. Da gibt, wenn ich meine Kamera. So könnt ihr auch die Lebensanzeige. Ich rede und rede über die Lebensanzeige und über meine Ausdauer. Ihr seht es gar nicht. Nice. So, ich gehe jetzt hier am Strand lang und hoffe, dass ich angegriffen werde. Also, da rennt einer. Da rennt schon wieder einer. Die sind zwei. Das sind dieselben, oder? Das sind bestimmt so die Auskundschaftler. Die rennen nur hier lang. Die greifen mich nicht an. Weg. Ah, ich will eigentlich nicht so viel rennen. Wäre eigentlich nur viel Platz für eine Hütte. Was sind das hier so? Ausgucke, wo die sich dann draufsetzen und so. Ah, wer stürzt heute ab? Und hier hoch? Guck mal, jetzt hier die Nacht hier oben verbringen können. Yo, let's go. Du bist ja schöner Ausguck. Voll das stabil, also das coole Seil. Würde ich gerne mitnehmen. Nein. Ich glaube, ich fange jetzt einfach an hier vorne. Ich mache das jetzt einfach hier an den Baum. Ich werde jetzt hier ba Bäume fällen. Also was essen. Bäume fällen. Und mir so eine Blockhütte bauen. Mache ich jetzt. Weil ich bilde mir ein, dass die bestimmt nicht immer nur gucken werden. Nochmal, dass wir die irgendwann stören. So rumlaufen. Oh, guck mal an. Weil machen wir jetzt auch deren Insel kaputt. Komm, was? Was war das? Oha. Alter. Können die eigentlich auf den Bäumen sitzen? Baum fällt!
hätte denn in die andere Seite fallen können? Okay, ich kann nur zwei immer mitnehmen. Interessant. Ich hätte gerne hier am Strand. Hier. Das ist so, dass ich nur von einer Seite angegriffen werden kann. So, warte mal. Okay, das Buch kann ich jetzt. Wäre ja, cool, wenn ich die. Weißt so. Das ist die Tür. Er ist drin. Okay, ich würde gerne die Tür Richtung Ozean. Ah, und kann ich jetzt, wenn ich das jetzt hier so nehme? Nice. Warte mal, wie viel brauche ich für... Jo. Kann ich doch... Locker kann ich das hier schon... Zehn. Kurze Stücke sammeln. Den hätte ich auch ein bisschen näher zum. Ja, noch drei. Zum Wald, naja, egal. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Wald, muss ich sagen. Ja? Da kann ich jetzt, ne? Jawohl. Gut, den stelle ich jetzt einfach mal hier ab. Ne, das hier. Da. Ach, mit C. Boah, das war... Oh, es war nur ein Reh. Hallo? Ja, die zwei kann ich ja theoretisch gleich in zur Hütte fahren, laufen, bringen, schaffen. Was war's nochmal? E. Ich finde gut, dass mein Karren gekennzeichnet ist. Den würde ich safe, würde ich den verlieren. Die ist mir voll. Die ist mir voll in die Axt geflogen. Alter, weißt du, wie ich mich jetzt ja gerade erschrocken habe? Schon wieder, oder? Guck mal. Was machen die denn?
Wo die Bretter aber auch landen. Aber ich finde auch schön, dass man die dann nicht nochmal zerschlagen muss. Sehr angenehm. Als ob das nur zwei waren, okay. So laut, ey. Was? Ein sehr instabiler Wagen. Warte mal, ich habe, glaube ich, die falsche Taste gedrückt. Das ist das. Okay. Ich nehme jetzt mal den Karren und fahre jetzt mal zurück. Wobei, ich glaube, ich nehme doch noch die zwei Bäume, nehme ich jetzt mit. Geräuschet hier auch hier die ganze Zeit um mich drum. Sie machen mich. Das. Drauf, ich habe jetzt 3, 6, 9, 12. 12 Stück. Sieht gut aus, guck dir das mal an. Fast reingehen. Hallo, willkommen. Raus aus Glas. Jetzt habe ich eine kleine Kuckluke. Willst du mein Bett hinstellen? Ja, das muss ein bisschen abgedeckt werden. Der Rest kann gerne aus Glas sein, kein Problem. Fällt mir gut. So ganz schön, da kann man immer sehen, was draußen um drumherum passiert. So, und jetzt gehe ich ein bisschen Holz sammeln. Mein Feuer in meinem Glashaus. Mein Karren ist sehr laut. Er ist vermutlich auch sehr schwer. Dadurch, dass ich den nur ziehen kann, ohne Rollen und so. Ist ja nichts Schlimmes. So allein auf dem. Ist kein Problem. Wo habe ich denn schon wieder mein. Wieso ist meine Axt nicht ausgerüstet? Was ist das denn jetzt? Du böser Baum, du. Ja. Jetzt. Einmal noch. Ah. Ich fall nicht in die Richtung. Und das war aber ein großer, stabiler Baum. Na, na, na. Ich dachte gerade, dass dieser Busch da hinten, der Busch,
Jemand ist, der mich beobachtet. Ich habe die ganze Zeit unglaublich Paranoia. Weil ich genau weiß, dass ich hier nicht alleine bin. Und sowas schüchtert mich ein. Dieses Knarzen der Bäume. Ich mache. Deswegen, das ist der Grund, warum ich direkt hier am Waldesrand anfange. Normalerweise würde ich ja ein Stück weiter weggehen. Weil ich halt der Meinung bin, ja, die schöne Landschaft will ich nicht so zerstören. Wenn ich schon da wohne, will ich ein bisschen hübsch haben. Aber hier. Mir ist alles egal. Hier bin ich froh, wenn ich so viel sehen kann wie möglich und die Eingebrochenen so wenig Versteckmöglichkeiten haben wie möglich, sodass ich quasi immer alles im Blick habe. Oh, nee, falsch. So rum. Aber jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn ich jetzt auf dieser Insel gestrandet bin und ich weiß, dass hier diese Eingeborenen sind, also die irgendwie so, was einfach Zombies sind, jetzt mal ohne Witz, ich würde mir hier kein Haus bauen, ich würde mir direkt ein Floß bauen und mich hier vom Acker machen. Das ist schon wieder nicht hier drauf. Glaube ich. Hey, ist nicht keiner bloß. Na okay, ich nehme jetzt den Wagen noch. Doch, ich nehme den Wagen mit. Also ich würde ja nicht erst anfangen, großartig mich ja häuslich einzurichten, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich bin so dermaßen in die Hose. Hose scheißen, wollte ich eigentlich sagen. Aber ja. Also das ist ja unfassbar. Vor allem hast du die ja schon gesehen. Weiß es ja, dass die hier sind. Und dass es irgendwelche Kannibalen sind, vermutlich. Hey. Oh, das sieht doch schon ganz schnucklig aus. Erstmal eben kurz was. Dann habe ich hier bald kein Trinken mehr, ne? Geld. Ich gehe offen. Aua. Oh. Ich mitnehmen. Ja, den fahre ich jetzt einfach hier so hin. Ist okay. Das Holz hier mit. Das verschwenden. Ich finde es irgendwie seltsam, dass man für das Reinlegen C benutzen muss. Und für alles, was du sonst machst, nimmst du halt E. C. Egal. Vom Feld. Right. Oh, da hat aber gut was hergegeben. C. Vermutlich haben die das deswegen gemacht, für den Fall, dass wenn du das Holz, wie in diesem Fall, an dem Wagen gelandet ist, dass du das, wenn du es reinlegst, quasi nicht aufnimmst und so damit halt immer wieder eins fallen ist, aufnimmst, fallen ist, aufnimmst. Okay. Jetzt akzeptiere ich, dass sie C genommen haben. Ah, ich will nicht mit meinem Rücken zum Wald stehen. Nee, nee, nee. Das geht nicht.
Na komm. Komm schon. Hallo. Er fällt natürlich in den Wald hinein. Muss schnell. Zack, zack. Raus hier. Angst. Oh mein Gott, es wird schon wieder dunkel. Kann ich es auch mitnehmen? Ja. Alter, ich bin gerade so unglaublich nervös. Warum ist das so? Also, passt das schon wieder nicht rein? Jetzt ist ja auch noch Gewitter! Alter! Okay, warte mal. Oh, das gefällt mir alles gerade gar nicht hier. Kann ich mir hier so einen einfachen. Hier drin kann ich doch 26 Blätter. Ich glaube, da komme ich damit günstiger, wenn ich mir erstmal das hier nehme. Und dann nehme ich alles das, was ich habe. Ah, ne, mit E. Und dann nehme ich hiervon. Damit ich wenigstens die Nacht schlafen kann. Scheiße, ich brauche noch einen Stein und Blätter. Ne, warte mal, waren es Blätter? Stöcke. Es ist Nacht. Es wird Nacht. Oh mein Gott. Ich habe 3 von 6 Stöckern. 4, 5, 6. Okay, jetzt zurück, 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 zurück. Das macht mich fertig. Oh, man kann schlafen. Was? Es ist mitten in der Nacht. Nicht verarschen. Was? Speichern. Erstmal speichern. Büchern 1. Jetzt bin ich ja mitten in der Nacht aufgewacht. Das ist ein Witz. Das ist ein R. Achso, man kann sich die Farbe deines Hauses ändern. Das ist jetzt ein Witz. Bin zur Zeit hier schlafen gegangen. Dann leg dich doch einfach nochmal hin und schlaf einfach nochmal. Also, ich würde mich einfach um... Wenn ich sehe, dass Nacht ist, ja, jetzt mal ohne Witz. Wenn ich aufwache und es ist Nacht, dann drehe ich mich um und schlaf weiter. Safe greifen die mich... Mir ist kalt. Es ist mir kalt. Also, es... Was soll das denn jetzt? Ich brauche 2 Stöcke. Oh, na. 4 Stöcke, und wenn ich direkt so ein Lagerfeuer nehme. Oh mein Gott, jetzt habe ich gerade schon wieder 7 Steine und... Gut, dass man die Anzeige unten sieht, was man braucht für das, was man bauen will.
Ich kann nur 5 Steine mitnehmen. Ist das dein Ernst? Nimm doch einfach die 2 jetzt noch mit. Dann musst du dich halt mal ein bisschen mehr anstrengen jetzt. Ich brauche Stöcke. Was war das? Der eine, ne? Das Feuerzeug wegstecken. Ich habe das. Stecke ich denn das Feuerzeug weg? Das geht doch alle. Das wird doch leer. Ups. Nee, steck doch das Feuerzeug weg. Ich das. Kurz aus meinem Inventar einfach wegwerfen. Jetzt hat er das die ganze Zeit in der Hand, okay. Dann wird jetzt schon wieder Tag. Das Lagerfeuer aus. Ach nee. Mal an, hier kannst du. Was du alles verbrennen magst. Ich will noch mal kurz speichern. Ich hab dir das Feuerzeug dann. Das wird doch. Das wird doch leer. Auf das anzumachen. Ist nicht. Auch Wasser. Da gibt es, habe ich gesehen. Hier, was ist denn das hier? Oh nein, ich brauche einen. Brauche einen Schildkrötenpanzer, im Ernst. Ich wollte keine Schildkröten töten. Das Regenauffangding mache ich hin. Auf 4 Stöcke und den Schildkrötenpanzer. Schildkröten waren da drüben. Kann ich hier hinschwimmen? Haie? Nicht tauchen. Jetzt packt er das hier jedes Mal aus. Bloß weil ich das jetzt einmal benutzt habe. Stört mich ein bisschen.
So. Nee, ich will jetzt das Feuerzeug. Ich will nicht, dass er das hält. Ich kann das aber nur ausrüsten, das ist doch. Jetzt geht's schon langsam nicht mehr an. Makrelen. Jetzt sind ja die Schildkröten nicht mehr da. Na super. Toll. Wirklich super. Wie brauche ich denn noch? 55.